Hallihallöchen und herzlich willkommen hier bei einer weiteren Runde Overwatch. Ja, in der letzten Folge haben wir ja, Hanzo gespielt oder in der letzten Aufnahme haben wir ja Hanzo gespielt. Mehr oder weniger gut, eher weniger, eigentlich eher komplett schlecht. Und mein Fazit ist wirklich, oh Gott, ich hasse Hanzo. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich diesen Hanzo hasse. Oh Gott, was habe ich mich aufgeregt, ey. Oh mein Gott, Alter, ich war so kurz vorm Platzen, ey. Also das war wirklich... Heute spielen wir mal ein bisschen entspannteren Charakter, glaube ich. Ich weiß es nicht, denn wir spielen heute den hier. Lucio spielen wir heute mal. Mit seinen tollen Rollerblades, Schlittschuh, Dinger, Kram, Getüdel. Ja, ein Heiler, Schrägstrich, Damage-Macher, weil er ist eher so ein Passiv-Heiler, würde ich mal sagen. Aber wir haben erstmal noch eine Lootbox und wir machen erstmal eine Lootbox auf. Weil die ist ja gerade da. Und dann können wir das auch mal aufmachen. Aha, aha. Geld haben wir bekommen, wie viel? 50, ja, da kannst du auch sonst wohin stecken. Naja, okay, gut, schade. Hätte besser sein können. Gut, ich gehe da mal auf Spielen, hier Schnellsuche spielen. Und dann werden wir mal ein bisschen Lucio spielen und mal ein bisschen sehen, wie der sich als Heiler verhält. Denn im Ranked Match soll der nämlich zusammen mit Zenyatta, heißt er so, einer der besten Heiler-Combo-Teams sein, die wirklich sehr, sehr gut sind. Und naja, ich habe es am eigenen Leib erfahren, ja, die sind wirklich sehr gut zusammen. Die ergänzen sich sehr gut zusammen, also... Es ist schön, wenn man solche im Team hat, die dann wissen, wie man das spielt. Ist, muss ich sagen, ist schön. Freue ich mich drüber. Ja, und jetzt muss ich halt mal ein bisschen lernen, wie wir Lucio spielen, wa? So, sind wir mittendrin oder sind wir voll dabei? Okay. Es hat noch nicht angefangen. So, als Lucio haben wir diese Waffe hier, mit der können wir, Sound... Dinger wegschießen? Ich weiß es nicht. Schallwellen, genau. Schallwellen ist das richtige Wort. Wir können... Das, was wir da unten gerade haben, dieser grüne Pfeil, ist Geschwindigkeit. Also wir sind derzeit auf Geschwindigkeit. Mit E, also mit der E-Taste bei mir, können wir das dann boosten, denn dann laufen wir ein bisschen schneller und so. Wir switchen das aber mal auf Heilung, weil Heilung ist einfach, glaube ich, besser. Und wenn wir jetzt wieder E drücken mit Heilung, gibt es einen größeren Heilungsboost. Ja, und ansonsten können wir ihn noch mit so einer Druckwelle, können wir die Gegner wegschießen. Ist ganz gut in Griechenland, Ilios, glaube ich, heißt das. Da ist das wirklich ganz gut, weil... Naja. Ach ja, und zudem können wir Wände hochgleiten. Ja, das war ein super Beispiel, mein Freund. Schade. Ich dachte, jetzt könnte ich schön da runterpusten. So, wie gesagt, 5 Leute sind gerade in unserer Heilreichweite. Sehr vorteilhaft. Wie gesagt, Lucio ist eigentlich eher so der Angreifer und eher so der Passivheiler, wie man sieht. So, erstmal hochheilen wieder. Ja, ja. So, Zenyatta ist tot. Haben wir getötet. Würde ich mal so feststellen, ne? So, erstmal wieder hochheilen hier. Ach ja, die müssen immer in Sichtweite sein, meine Kollegen. So, erstmal... Mist! Von Hanzo erledigt. Von Hanzo erledigt! Das gibt es nicht. Ja, wie man gerade gesehen hat, die Spezialattacke ist Soundbarriere, glaube ich, heißt die. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Die macht dann halt ein großes Schild auf die... Also ich weiß gar nicht von wie viel. Ich glaube 400 Schild macht sie da drauf. Was sehr vorteilhaft ist, falls irgendjemand Spezialattacken macht. Ja, der Heilungsboost kam zu spät, sorry. Mist. Wir kommen gerade nicht, Mann. Das lief so gut am Anfang und jetzt hängen wir gerade ein bisschen fest, weil wir verstreut sind. Das Wegpusten ist allerdings sehr gut, glaube ich, gegen... Ja, das ist schlecht. Alter, ich war hinter der Mauer, ja? Komm, das sieht jeder, dass ich hinter der Mauer war. Nur mal so gesagt.
Das war jetzt ein bisschen, naja, schlecht getimed oder so, ich weiß nicht. So. Mist. Aua, Alter. Hä, von wo? Hä, die Rakete kam doch vorhin von hinten. Ich bin verwirrt. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie ich gerade gestorben bin. Keine Ahnung, wie ich gerade gestorben bin. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal Vollgas, dass wir wieder bei unserem Team sind. Und dann wechseln wir um auf Heilung, weil wichtig. Das Gute an seiner Waffe ist, man braucht nicht so sehr zielen. Also man könnte wirklich weniger zielen. Aber irgendwie weiß ich nicht, wo mein Team ist, sag ich mal. Ich sehe mein Team nicht. Ich sehe mich die ganze Zeit alleine. Und alleine bringt Lucio uns niemanden irgendwas. Muss ich mal so sagen. Und wir haben Anna im Team. Das heißt, dass wir gleich verlieren. Also es ist wirklich mir stark aufgefallen. Kaum ist Anna im Team, wir haben verloren. Ich weiß nicht, wie ich das abschützen soll, aber ich war hinter... Naja, wie gesagt, ist halt manchmal noch ein bisschen schwierig oder ein bisschen buggy. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich kann mich nicht sehen, aber okay. Manchmal muss man auch mal ein bisschen meckern. Es gehört nun mal dazu. Meckern gehört dazu. Aber derzeit läuft es kein bisschen. Sag ich mal, die Farah ballert einfach die ganze Zeit mit ihren Raketen rum. Da laufe ich gar nicht lang. Was soll ich da langlaufen? Bin ja nicht doof. Wo ist denn überhaupt mein Team? Also wirklich. Ich kann hier Self-Ding machen. Ach, der kann das, ne? Der kann das natürlich treffen. Ich weiß nicht, wo mein Team ist. Wirklich nicht. Ich sehe mich die ganze Zeit alleine. Komisch. Ich glaube, ich warte hier einfach mal auf mein Team, oder? Oder soll ich hinlaufen? Ich bin ein bisschen verwirrt darüber. Weil jedes Mal, wenn ich ankomme, ist Team tot. Aber wir haben auch noch nicht mal einen Tank. Was machst du da? Ich verstehe nicht. Ich verstehe eure Taktik nicht. Ich verstehe sie nicht. Es tut mir leid. Ich verstehe eure Taktik nicht. Ist eure Taktik sterben? Ja, ich hoffe, das ist gleich vorbei. Ich würde schon beinahe sagen, dass wir so liefen, aber das ist immer doof. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen eigenartig, weil ich kein Team habe. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn für Leute da? Bastion, Farah, kein Tank. Gut, ist nicht gerade ideal. Dafür, dass es gut angefangen hat eigentlich. Ich hatte jetzt es massiv drauf, also bitte. Nicht schlecht. Obwohl ich massiv drauf hatte, bin ich massiv gestorben. Cool. Ach, ich bleib jetzt hier hinten stehen. Komm, mach das zu Ende da. Jetzt stirbt endlich. Sterb. Gott, gehe ich auch extra auf Geschwindigkeit, damit ich euch bloß nicht heile, ey. Weil ich gerade keine Lust habe, auch nur annähernd mitzumachen. Oh, endlich. Danke, ist es vorbei. Nee, das war... furchtbares Team gewesen. Furchtbares Team. Highlight des Spiels. So, ich hoffe, wir kommen jetzt mal in ein neues Team. Weil mit denen möchte ich ungern nochmal spielen. Aha. Hier, verursachte Heilung. Ich habe mich noch nicht mal angestrengt. Aber ich like mich trotzdem, weil ich, naja, der einzige Heiler war und die restlichen waren, ja, dafür, dass man Level 99 ist. Aber gut, ein Einzelner oder zwei können es auch einfach nicht rausreißen, wenn das Team schlecht ist. Das ist nun mal so und das wird immer so bleiben. Wirklich. Schwierig manchmal. Manchmal einfach schwierig. Wir mucken einfach weiter. Muck, muck.
Wir suchen uns einfach weiter unsere Leute und dann, das wird dann schon passen irgendwann. Irgendwann kommen wir in ein Team, da ist das denn teamig. Ja, wie man sieht, es sind immer noch die Olympischen Spiele in Rio, die mich eigentlich kein bisschen interessieren. Olympische Sommerspiele oder sonst allgemein solche Spiele, ja, sind nicht so gerade in meinem Interesse, muss ich mal sagen, weil ich weiß nicht, das ist halt einfach nicht mein Fall. Sport ist halt scheiße. Ich guck lieber die ESL hier von Overwatch oder sowas, weißt du? Das ist interessanter. So, mal... Das ist unser Spray derzeit. Ich weiß gar nicht, wie man das Süßspray bekommt. Echt? Wie viele Schüsse gibt er eigentlich immer ab? 4, okay. Und Attacke. Erstmal mit Vollgas hier rüber. Ist ja gar kein Hintergrundsound hier. Wir nageln einfach mal mit hinten rauf. Einfach mal ruf, wa? Ich sehe irgendwie nur... Hey, wir haben einen getötet. Ich weiß nicht wen, aber wir haben irgendeinen getötet. Gehen wir mal hier zu ihm, dann kann er ein bisschen... So, sehr gut. Heilung lief gut. Gut, lade mal nach, dein komisches Soundding. Hallo? Ist hier wer? Ist keiner da? Danke, dass er sich dazwischen geworfen hat. Hey, nicht auf mich schießen, das ist gemein. Yay, wir haben ihn erledigt. Ich weiß nicht wie, aber wir haben ihn erledigt. Laden wir ihn erstmal wieder auf hier, lebenstechnisch. Mist! Naja, Gott sei Dank haben wir unser Teil noch. Der hat aber auch nur uns erwischt. Finde ich irgendwie lustig. Der hat nur uns erwischt. Mist, wie hat er uns denn, hä? Aus der Entfernung? Komisch. Hat er Ultraschuss gemacht oder was? Weiß ich nicht. Wie können wir denn jetzt schon wieder... Alter, es lief so gut und jetzt läuft es schon wieder scheiße. Kaum wenn ich einmal tot bin, verlieren wir den Punkt. Ich nehme das jetzt mal als... Ja, dann räumen wir auf hier. Mach mal den Zielpunkt hier. So, Zielpunkt endlich wieder eingenommen. Ich habe das einfach mal gemacht. Mensch, wir machen ja richtig Damage, wa? Nee. Macht er eigentlich die Sound... Die Soundbarriere kann er gar nicht abwehren, oder? Kann Genji die Soundbarriere abwehren? Ich glaube nicht, oder? Weil es ja kein Geschoss ist. Ja, das wird mich jetzt aber interessieren, ehrlich gesagt. Kann er... Ich glaube nicht. Why two McQuees? Ja, das ist eine gute Frage. Oh, hier können wir die Gegner runterpusten. Ja! Jetzt können wir nämlich immer schön hier... An der Wand entlang sliden. Läuft nicht so gut.
That's why, aha. Erstmal wieder Vollspeed geben, weil wichtig. So, und wir können sie runterpusten. Oh Gott, da freue ich mich drauf. Hoffentlich schaffen wir das irgendwie. Sehr gut. So, erstmal schön mit den Soundwellen hier. Mal wieder hochheilen, weil der eine da verletzt war. Den konnten wir leider nicht helfen. Weil, naja, er wurde in den Tod gezogen. So, Mädels, wo seid ihr? Ich kann mich auch hochheilen. Ciao! Oh Gott! Das war... Wie zur Hölle ist das denn passiert? Wie ist das denn passiert, verdammt? Warum ist der da hinten hingeflogen? Was war das denn für eine Scheiße? Warum ist er da hinten? Er sollte runterfliegen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Mein Ulti ist bereit, Mädels. Nur mal so. Ulti bereit. Kommt, Mädels. Juli, Juli. Wo seid ihr denn? Ich sehe euch gar nicht. Oh, den hat er mit in den Tod gerissen. Lustig. Lustig, den hat er mit in den Tod gerissen mit seinen Haken. Na Gott sei Dank. Ich habe einfach zu schnelle Finger, dass ich auch manchmal die Rechtsklick einfach mitnehme. Alter, ich war doch nicht mehr... Ich war nicht mehr in Reichweite. McQueen's Nerven. Deswegen. Das gibt's ja gar nicht, ey. Die McQueen's nerven ja richtig. Aua. Verdammt. Ich weiß nicht wodurch, aber ich glaube durch seine Bombe. Da war schon wieder die Stunde hat geschlagen. Das nervt ja richtig. Warum? Wodurch sterbe ich? Ich gehe jetzt durch die andere Seite. Jetzt bin ich genervt. Die ganze Zeit sterbe ich durch irgendetwas. Durch irgendwelche Glückstreffer. Können wir jetzt mal reingehen da? Ich weiß nicht, warum die Leute draußen rumwuseln. Ehrlich, ich weiß nicht, warum keiner in den Zielpunkt gerannt ist. Das hat mich doch ein bisschen verwirrt. Warum ist keiner in den Zielpunkt gerannt? Die wuselten rechts rum, links rum, aber niemand ist raufgerannt. Das ist auch natürlich auch gut. Das ist auch eine Taktik. Eine Taktik, die kann man auch mal machen. Wir haben einen. Einen haben wir runtergepustet. Dabei haben wir zwar auch einen von uns getötet, weil der Haken ihn mit runtergerissen hat, aber okay. Ja. Was passiert? Ey, stop talking, Kiddo. Was soll ein Kiddo? Lull. Hä? Der heißt Martina Kiddo. Ja, das muss man auch erstmal wissen. Das konnte ich. Nee, das ist. Weil ich weiß auch nicht. Cause you are a kid. Aha. So, gib ihn. Go, go, go. Wo seid ihr denn? Wo lauft ihr alle hin? Bin weggeflogen. Ich weiß nicht wohin, aber ich bin irgendwie weggeflogen.
Mist. I'm just 12. Aha, okay. Darfst du ja gar kein Overwatch spielen, wenn du 12 bist. Alter, das sind immer Glücksschüsse. Das sind immer Glücksschüsse. So, hier, genau. Voll den Löwenkopf angeballert. Scheiß Löwenkopf. So, das ist gut. Geh weg, Mann. Aua. Oh, das war fies. Ich bin gar nicht getroffen worden. Könnt ihr mal aufhören, in Chat zu schreiben und sich mal darauf konzentrieren, zu kämpfen? Anstatt jetzt die ganze Zeit irgendwas hier von ihren lustigen Geschichten zu erzählen, was sie als Kind damals mit ihren Onkel gemacht haben, sollten sie mal lieber hier sich darauf konzentrieren, dass wir hier auch gewinnen. Wenn ich das mal so sagen darf. Aua, ach Mann. Okay, ich glaube, wir sollten nicht so reinrennen. Nee, ich glaube, wir sollten nicht so reinrennen. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Ich glaube, wir sollten lieber dabei bleiben, dass wir von außen. Aber es rennt ja auch keiner rein. Das ist halt auch ein ganz großes Problem. Das ganz große Problem ist, es sind alle tot. Ich weiß gar nicht, was ich hier soll mit euch. Ich bin Heiler. Ich kann doch nicht rinrennen die ganze Zeit. Nur weil ihr die ganze Zeit nur tot seid. Ich sehe euch nur tot. Ich sehe, wie ihr einzeln reingeht, sterbt und Ende. Ist cool. Ist cool und definitiv hilfreich fürs Team. Ach, da war hinter uns. Ja gut, habe ich nicht gesehen. So, ich hoffe, das wird sowieso wieder nix. Ich sehe schon. Die wollen lieber schreiben und nicht sinnvolles Zeug machen. Ja, ich warte. Ich glaube, ich warte jetzt ab, bis es vorbei ist, weil... Naja, es ist sinnlos. Es ist einzeln reinrennen. Einzeln reinrennen und sterben. Ich warte. Oh, ist ja gar nicht mehr lange warten. Na Gott sei Dank, hoffentlich ein anderes Team. Wir haben bis jetzt noch nicht einmal gewonnen mit Lucio, ne? Dabei läuft es eigentlich gar nicht so schlecht, aber irgendwie... Unterhalten sich die Leute lieber gegenseitig. Irgendwie reden die hier lieber, anstatt dass die kämpfen oder so. Die Stunde hat geschlagen. Nur mal so gesagt. Aber guck mal, der steht nur rum. Ja, kein Wunder, dass wir nicht gewinnen können. Der stand ja nur rum. Ja, warum sind wir nie... Hä? Wir sollten doch mindestens der Heiler sein, oder nicht? Okay. Ziemlich bitter. Wir sind nicht mal mehr der Heiler des Spiels. Noch nicht mal mehr in unserem Team. Wie ist das denn passiert? Wie ist das denn passiert, dass wir nicht Heiler hier nicht mal mehr in der Hall of Fame da sind? Obwohl wir geheilt haben. Naja, gut.